Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman, das Videospiel. So, das Riddlers Rache haben wir angefangen, aber noch nicht fertig gespielt. Ja, ich habe ja immer noch keinen Durchblick mit den ganzen Missionen, in welcher Reihenfolge wir es eigentlich machen sollen. Aber ich sehe, dass wir bei Die Rückkehr des Jokers die Möglichkeit haben, das Ganze jetzt abzuschließen mit dem letzten Level. Also würde ich sagen, machen wir das auch einfach. Das ist dann hier Level 5 zur Turmspitze. Vielleicht wird das dann irgendwie der Fight gegen Joker, ich weiß nicht. Ah, mir fällt gerade auf, da ist so ein komisches lachendes Gesicht. Ich dachte gerade, das sagt mir, ob ich ein Level schon gespielt habe oder nicht, aber nein, tut es nicht. Komisch. Ah ja, ach, das sagt mir, ob ich da Superstar bin oder nicht, wahrscheinlich. Kann das sein? Keine Ahnung, Leute, ist auch egal. Was auch immer dieses Gesicht aussagt, ich hoffe mal, es ist nicht so wichtig, weil ansonsten habe ich ein Problem. Gut, auf Maul für Joker. Ah, da sind wieder die Legs, danke dafür. Haben wir es dann? Sehr schön. Mir ist übrigens eingefallen, ich spiele das Ganze nicht über Steam, sondern über den Epic Store. Also es könnte durchaus sein, dass das vielleicht auch damit irgendwie zusammenhängt. Ich möchte im Epic Store hier nichts unterstellen, ne? Aber, yeah. Hinter dem clownartigen Aussehen und großen Lächeln des Jokers versteckt sich ein teuflischer Geist, welcher nur ein Ziel hat. Seinem Erzfeind Batman das Leben zur Hölle zu machen. Sein Waffenarsenal beinhaltet einen elektrischen Handbuzzer, tödliche Maschinengewehre und Lachgas. Ja, und noch eigentlich alles andere, was er halt gerade mal braucht. Der nimmt auch Bomben und der nimmt auch dies, das, jenes, also eigentlich alles so. Mensch, das gute Eis, das sah aus wie Regenbogen oder Gummibärchen. Ja. Was ist das eigentlich für ein Dom, wo wir davor stehen? Kumpel, ich bin schon längst weg. Was zum Teufel? Und wie viel Schuss hat der eigentlich? Ah, okay, danke. Jetzt, wo er sein scheiß Magazin leer geschossen. Ah, okay. Ich dachte gerade, die Kamera wäre irgendwie falsch geladen, aber nee, passt. Hey, Polizei ist sogar auch da. So, könnt ihr das lassen, bitte? Danke. Oh, komm, ich muss mir hier diesen Multiplikator aufbauen und jetzt hier das alles einsammeln. Jawohl! Stark, Alter. Oh, verdammt, ich hätte den Multiplikator noch rübertreiben können. Das habe ich nicht gesehen. Kommen die jetzt unendlich hier? Ernsthaft? Hä, hey, kann nicht sein, oder? Ernsthaft jetzt? Scheint fast so, ehrlich gesagt. Ja, scheinbar, weil wir kriegen auch keine Multiplikatoren mehr. Gut, dann lassen wir das einfach mal, denke ich. Jetzt muss ich nur erstmal peilen, wo ich eigentlich hin muss. Also, ups, wow, genau da wollte ich hin. Gut, da oben brauchen wir, glaube ich, den Spreng-Batman, weil das sind diese silbernen Dinger. Da können wir also erstmal nichts machen. Aha, den Staubsauger-Robin finden wir hier vielleicht auch wieder irgendwo. Gut. Wobei, im letzten Part hatten wir auch in dem Disco-Club da so eine Station und da haben wir einen Staubsauger-Robin nicht bekommen. Oder ich habe ihn nur nicht gefunden oder so, keine Ahnung. Also von daher will das auch nicht unbedingt was heißen. Kann auch sein, dass wir einfach später dann zurückkehren müssen mit einem anderen Charakter dann. Oder können. Ich werde das wahrscheinlich nicht tun, weil das ist mir einfach zu viel Arbeit. Aber hey, können wir so ein Polizeiauto klauen? Ja, können wir, oh mein Gott! Ja, okay, ich habe es zu Schrott gefahren. Ja gut, wilder Schusswechsel hier, da ist es, ach, warte mal, was haben wir denn da? Moment. Moment, das ist doch eine Knarre, oder? Oh. Ah! Tatsächlich. Okay, warte. Oh, und natürlich schießt sie Wasser, ist ja klar. Worauf ziehe ich eigentlich jetzt? Hä? Okay, warte, ich muss runter, die schießt mich ab. Ich habe keine Ahnung, worauf ich eigentlich zielen sollte, weil irgendwie, keine Ahnung. Was mir gerade einfällt, wenn es Wasser ist, dann ist es keine Knarre, sondern ein Wasserwerfer. Nein, das wollte ich nicht. Ich möchte hier. Da kann ich doch was bauen, oder nicht? Warte, kann ich die zerstören? Ich soll da hoch. Aber. Was soll ich denn anvisieren? Und ich werde auch die ganze Zeit irgendwie abgeschossen von denen. Ich habe keine Ahnung, was ich anvisieren soll. Ja, Leute, gut, okay, ich hänge schon direkt am Anfang erstmal. Egal, wir schaffen uns erstmal einen Überblick. Und, ja. Ah, lol, was geht denn bei euch schon wieder, Alter? Arschgeigen. 4 von 25 haben wir gerettet, na gut. Da müssen wir wieder irgendwas sprengen, das können wir jetzt gerade noch nicht machen. So. Das Stadtmeter ist auch schon wieder ganz schön voll. Das heißt eigentlich auch, dass es wohl nicht so schwierig werden wird hier in dem Level. Ich denke eigentlich schon, dass das Spiel Level noch ein bisschen länger wird. Also kann durchaus sein, dass wir jetzt nur da rein müssen irgendwie oder da hoch müssen und dann ist schon direkt Bosskampf. So, ich weiß nicht genau, wie das jetzt aussieht. Ah, das sind Knöpfe, oder? Dann drücken wir hier einfach mal. Kannst du, hallo?
Jawohl. Ah, okay. Ja gut, da könnte ich hier was saugen, das kann ich jetzt halt nicht. Gut, da hoch kommen wir noch nicht, weil wir halt dafür irgendwie den Bomben-Batman brauchen. Das ist jetzt halt Mist. Okay, da oben ist ein Schalter. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwann irgendwie mal ran, nehme ich an. Ja. Ich kann nicht einfach durch den Haupteingang laufen, nehme ich an, oder? Nee. Aber ich kann die auch nicht alle besiegen, weil das sind zu viele. Also, was heißt zu viele? Die kommen unendlich. Das ist doch Mist. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ah, warte mal, ich hab's gesehen. Hier sind ein paar. Hallo, kannst du da hochgehen? Ich war doch da schon oben, danke. Oh, aber da komme ich nicht rüber. Ja, wow. Toll. Ganz toll. Einfach klasse. Geh da hoch jetzt. Ja, die kann ich nicht wegmachen. Da ist ein Anzug für Robin. Oh. Okay, den muss ich irgendwie bekommen. Weil das ist so ein Raketenanzug oder sowas scheinbar. Ja, aber wie? Okay, ich hänge echt schon jetzt am Anfang. Das kann doch nicht wahr sein. Was mit dem Auto da los, Alter? Das kann doch nicht wahr sein. Ah, okay, ich habe hier noch nicht alles zerstört gehabt. Mir ist schon aufgefallen, dass da Teile rumlagen, mit denen man was bauen kann, aber naja. Irgendwie wollte das nicht so ganz, weil ich noch nicht alle Teile hatte. So. Was haben wir hier? Bomben-Batman, natürlich, natürlich. Okay. Gut, Leute, dann gehen wir direkt mal erstmal da hoch und sprengen diesen Anzug frei, damit wir für Robin auch den Anzug haben. Und dann, ich weiß nicht, was das ist. Ist das der Staubsauger oder ist das ein... Kannst du da hochspringen, ey? Oder ist das ein anderer? Das könnte der Staubsauger auch sein. Ich dachte erst, dass es ein Jetpack ist, aber es könnte auch einfach... Ach, ist einfach nur der Staubsauger, glaube ich. Okay, okay, okay. Sehr gut. So, wenn wir gerade schon dabei sind, sprengen wir den hier auch gleich noch. Oh, dafür gibt es sogar was. Interessant. Dann würde ich sagen, machen wir das gleich als nächstes... Denn, ach Junge, das sollte nicht so schwierig sein. So, Staubsauger. Ja, wenn wir gerade dabei sind, dann saugen wir hier auch einfach gleich alles einfach mit dafür drücken eigentlich. B, ne? Ne, hä, ist nicht, das ist doch nicht der Staubsauger. Hä? Magnetanzug. Ach, das ist schon wieder der scheiß Magnetanzug. Oh Mann! Aber ich brauche hier einen Staubsauger. Was soll ich mit dem scheiß Magnetanzug? Ja, ich krieg das Kotzen. Okay. Ja. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt den Magnetanzug. Was auch immer mir das bringen soll. Ich habe actually wirklich keinerlei Plan, Leute. Und wir brauchen 100.000 Stats. Krass. Das ist mehr, als ich dachte. Aber gut. So, zweite Statue. Die dritte ist da oben. Kommen wir da schon ran? Oh, warte, nee, hier unten ist auch noch einer. Kommen wir da schon ran? Weiß ich nicht. Also, wir können auf jeden Fall das erstmal springen. So. Ah, nee, die zählt nicht. Okay. Interessant. Was ist das denn? Ach, das ist so eine Fläche, mit der wir dann, wo wir mit Robin hochlaufen können, oder? Können wir das da sprengen? Das sieht silbern aus. Ja, können wir. Aber da... Okay. Warum? Egal. Dann sprengen wir den Kollegen auch gerade. Ah, ne, warte mal, hä? Den können wir schieben. Warum können wir den schieben? Oh! Ah, um da rüber zu springen! Ah, krass! Okay. Ja, 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 ja. Jetzt da hoch? Ja, 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 okay. Langsam fügt es sich zusammen, Leute. Hier bräuchten wir den Schrei-Batman. Den haben wir nicht. So. Und jetzt da rüber. Ja, nein! Oh. Wow. Okay. So. Das Kamera ist hier ein bisschen schwierig irgendwie. Okay. So, da können wir irgendwas drehen. Was macht das? Das macht da das Fenster auf. Ah, oh, oh. Hallo, Harley. Schön, dich wiederzusehen. Nur einmal alles abgeräumt. Nice. Sauber! Was ein Auftritt. Finde ich schön. Finde ich sehr schön. Okay, das war's schon. Ah ja, gut. Dann, geh doch mal weg. Kommst du runter da, oder? Wie sieht's aus? Ach, jetzt können wir wahrscheinlich mit dem Wasserwerfer. Achtung. Oh Mann, geh doch weg. Wie komme ich da eigentlich da ran? Da rein. Hä? Ich saß doch da schon drin. Wie komme ich da jetzt rein? Ach, kann nur Robin den... Nee, jetzt war Batman noch gerade drin. Hä? Ah, jetzt. Jetzt, okay. Nein! Oh nein, ich bin wieder ausgestiegen! Ja, ja, ja. Okay, andere Richtung, andere Richtung. So, ja. Treffer. Oh, lol. Wer hat gerade die Bombe geworfen? Okay. Das war erstaunlich schmerzhaft gerade. Wer auch immer die Bombe geworfen hat, Drecksack. Und der hat auch...
warte, kann ich die nicht mal jetzt wegmachen? Vielleicht kommt jetzt keiner mehr nach, weil Harley da oben chillt. Ah ja, jetzt kommt keiner mehr nach, weil Harley da oben chillt. Okay. Danke, das wäre auch echt ätzend gewesen ansonsten. Gut, dann, was tust du da, Kollege? Lass mich das einfach machen, ich kann das besser als du. Kann ich bitte... Ja, okay, jetzt bin ich halt Robin, ist mir auch egal. Nein! Oh, come on! Oh, das ist echt scheiße, auf die Dinger zu steigen. So, jetzt. Bam, 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 bam. Komm schon, müssen wir da rüber, müssen wir da rüber. Komm schon, mitten aus dem Flug. Alter, das lässt sich ja richtig scheiße steuern hier. Ach, die Leben da oben gehen automatisch runter. Das ist mein Wassertank sozusagen. Shit. Hä? Irgendwas stimmt mit der Steuerung gerade nicht. Ich komme nicht nach vorne. Ach du Scheiße, du musst den Stick nach vorne drücken, wenn du nach vorne schießen möchtest. Ja, moin. Okay, warte, ich habe nicht mehr viel Schuss, deswegen dosiere ich das jetzt gerade ein bisschen. Nein! Die Sau! Ah! Ja, perfekt. Oh nein, weg! Wow, das war knapp. Sie hat die Bombe geworfen. Okay, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt können wir irgendwas bauen, was auch immer es ist. Ich sehe es halt nicht, weil irgendwie die Kamera hier ein bisschen abspackt gerade. Ich habe die jetzt gerade die Hand runtergeschraubt, also runtergehalten. Oh, irgendwie ist die Kamera hier ein bisschen... Oh nein! Nein, nein, der eine ist dort. Oh nein! Fuck, ich habe nicht gesehen, dass da ein Tausender gelandet ist. Kannst du auch... Ach, ist mir egal. Bruder, die Steuerung von den Dingern ist echt scheiße. Muss man ganz klar so sagen. Komm, wir gehen einfach voll drauf. Jawohl! Oh. Ups. Okay. Irgendwie, der Joker hat ein Faible dafür, so auf Dächern von irgendwelchen Kathedralen oder sowas zu kämpfen, ne? Weil in Batman The Enemy Within hat man auf irgendeinem Dach gekämpft. Im ersten Batman-Film wurde, also Realverfilmung, wurde, glaube ich, auch auf so einer Kirche oder in so einem Kirchturm gekämpft. Das ist vielleicht auch eine Anspielung jetzt daran. Also, irgendwie, der hat schon echt ein Faible dafür, der Gute. Ich meine, hat ja auch was, das ist schon echt episch so. Muss man auf jeden Fall, wow, muss man auf jeden Fall sagen, so was das Battlefield angeht, ist das schon geil. Was ist denn da unten? Oh nein! Warte mal. Das kann man doch schaffen, den Sprung. Ja, klar kann man den schaffen. Vielleicht muss man da sogar hin, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall können wir hier. Ich würde den Tausender gerne noch mitnehmen. Jawohl. So, jetzt können wir mal diesen Schalter da ziehen. Was macht das? Das bringt mein Spiel zum Laggen. Danke dafür. Ja, haben wir es jetzt bald. Hallo, meine Fresse! Ich will spielen! Ah! Okay. Ja, was hat das jetzt gebracht? Ah, nee, der ist schon vorher frei gewesen. Nee, was hat das jetzt gebracht? Okay. Keine Ahnung, Leute. Soll mir auch erstmal egal sein. Dann würde ich sagen, gehen wir hier weiter und schauen nochmal nach... Nee, da unten waren wir schon, okay. Dann gehen wir hier rein. Auf geht's. Jawohl. Oh, wo sind wir jetzt gelandet? Okay. Ich nehme an, wir sollen Harley verfolgen. Moment. Das möchte ich jetzt aber erstmal nicht tun, tatsächlich. Ich möchte erstmal in die andere Richtung gucken. Denn da ist auch noch eine Menge Kram. Ups. Okay. Ah, so eine Joker-Box. Nein, 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 nein. Oh, was? Die hat mehrere Leben. Okay. So, wir wollen ja auch die Satz zusammenkriegen. Deswegen, ups. Nein. Deswegen checken wir das hier alles aus. Das ist eine Leiter. Ja. Leitern funktionieren im Spiel irgendwie auch manchmal nur so semi-gut. So, können wir da... Hallo? Hä? Wieso komme ich da nicht rein? Okay. Dann halt nicht. Dann machen wir hier erstmal, das ist zu klein. Da oben ist ein Zehntausender. Nein, an den komme ich nicht ran. Oh nein, an den komme ich nicht ran. Oh, schade. Kann ich das sprengen? Ah ne, warte, das kann man theoretisch benutzen, wenn man einen richtigen Charakter hat, glaube ich. Ja, okay. Da hoch komme ich, glaube ich, nicht, ne? Hallo? Kannst du? Danke. Weil irgendwie... Nee, er geht da nicht rein. Da ist ein Invisible Wall oder so. Gut, dann gehen wir dahin, wo wir hin sollen. Nämlich zu Harley. Alter, was ist das denn hier? Der will die ganze Scheiße hier sprengen. Warte, ich helfe dir. Okay. Zündung. Okay, hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich glaube, ihr müsst an eurem Sprengstoff arbeiten, Leute. Der scheint fehlerhaft zu sein. Ich kann euch da einen Experten empfehlen. Also, der macht auch meine Sprengstoffe. Und... Ah! Der macht das wirklich auch gut. An Sprungfähigkeiten kann der euch leider nicht helfen. Also da ist... Oh mein Gott! Kannst du aufhören, da runter zu springen, ganz ehrlich? Wie komme ich denn da weiter? Ach, oh, wow. Er schubst ihn einfach runter. Er hat einfach Batman runtergeschubst, Alter. Ja, da ist ein Schalter und den müssen wir wahrscheinlich ziehen, dass es... Ja, damit es runtergeht. Dreckig! Dreckig, dreckig, dreckig. So, ich würde ganz gerne diesen Stutter oben noch... Ah. Nein! Nein! Oh, ich raste schon wieder aus hier, Alter. Bleib einfach da oben.
Snacks schon wieder. Danke. Ey, war immer so in Dreier-Lags, ne? Wirklich jedes Mal. Okay, ich dachte, der bleibt da drauf stehen, dass ich den dann hochfahren kann. Aber nein, tut er nicht. Also scheißen wir drauf. Dann verlieren wir einfach lieber ein paar weniger Stats dadurch, dass wir sterben und sammeln dafür alles ein, was hier so rumliegt. Ich glaube, dann kriegen wir wahrscheinlich die 100.000 zusammen. So. Kommen wir da runter eigentlich irgendwie? Ne, da unten scheint nicht viel zu sein, außer Background. Oh, da oben ist gleich was, was wir bauen können. Wahrscheinlich so eine Magnetscheiße wieder für Robin. Ah. Aber das ist wieder so langsam. Mano. Okay. So, lass mich mal da hoch. Dankeschön. Dum, 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 dum. Ich träge voll zur Spannung bei diese schweren Schritte. Okay, was haben wir da? Da haben wir so ein Minikit. Das war jetzt nicht wirklich versteckt, ehrlich gesagt. Sudele. Dann ziehen wir mal den Hebel. Ich sitze eindeutig am längeren Hebel. Kann ich? Oh ja, ich glaube, ich kann daran festhalten, ein Seil, oder? Warte mal. Kannst du da... Warum ist da eine Invisible Wall? Hä? Alles klar, Bruder. Da ist ja wieder mal alles offen. Oh! Nein, daneben gesprungen! Nein! Er springt hinterher! Was ein Ehrenloser! Warum springt er einfach random hinterher? Oh, hier ist aber auch die Kamera wieder scheiße, das muss man auch mal sagen, so. Alter. Okay. Moment, hä? Ach! Da ist ein Batman-Anzug. Ist das der Gleiter? Nee, was ist das denn? Doch, das ist der Gleiter! Oh mein Gott, das ist der Gleiter! Okay. Tschüss. Sorry, Batman, aber ich kann nicht gleiten. So. Das ist eine Tatsache, würde ich sagen. Okay, nein! Oh, okay. Mach das mal zu klein, Holster. Ah, jetzt kann Batman da rüber gleiten. So, oh, was zum... Nein, lass das. So, und schiebt das jetzt da rüber. Robin hängt sich da dran und dann machen wir das in die andere Richtung. Machen wir das in die andere Richtung. Machen wir das in die andere Richtung. Hallo? Was mit... Hä? Hä? Achso, ja. Hä? Ja, wow, jetzt bin ich eingesperrt. Okay. Interessant, interessant. Ist das nicht alles Lachgas, was wir jetzt hier gerade zerstören? Müsste das nicht theoretisch uns jetzt irgendwie ein bisschen außer Gefecht setzen? Ha. Oh, da ist ein Knopf scheinbar, oder wie? Hä? Keine Ahnung. Ja gut, Robin, dann. Oh, warte mal. Ah, doch, da kann man hin, okay. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob man da jetzt gleich stirbt. Oh, die Orgel nehmen auseinander, oder? Die Orgel nehmen auseinander. Aber kann man nicht? Oh, schade. Ich hätte jetzt nicht ganz so eine Orgel auseinandergekloppt. So, wer kennt das nicht, denn man kommt in der Kirche an und man möchte einfach mal so eine Orgel auseinanderkloppen. Wollte gerade sagen, ich muss aber rankommen. So, was ist das jetzt hier? Das ist eine Luftpumpe, aber die bringt mir genau gar nichts. Hä? Okay. Ah ja, wieder hoch da. Was soll's. Weiter Richtung Harley, die freut sich schon auf uns. Ich bräuchte mal ganz kurz Robin, bitte. Danke. Jawohl, ja. So, kann der Scheiß bitte hochkommen? Achso, der ist oben. Also, der ist auf der richtigen Höhe, meine ich. So, lele. Okay, jetzt bauen wir das zusammen, dann kann Ah! Du bist doch blöd! Warum springst du da runter? Was ist denn bei dir schiefgelaufen, Alter? Ich raste komplett aus. Also, ich habe das nicht gesteuert, ne? Ich habe einfach nur B gedrückt, damit der Idiot das Scheiß zusammenbaut. Und er springt einfach da runter. Kannst du das bitte zusammenbauen? Ey, was ein Hund! Was ein Hund! So, ich würde ganz gerne auch diesen Stein da oben haben, aber... Ne. Ich befürchte, dafür brauchen wir einen Charakter, der höher springen kann. Das kann Batman leider nicht. Aber es macht nichts, weil wir sind eh schon Superheld. Also, was will man mehr? Kann ich die Fenster kaputt machen? Nein. Oh, guck mal da. Ein Ritter an Batman angelehnt. Stark. Sehr stark. So, zwei Schalter. Ist das so? Ich würde ganz gerne noch diesen einen Stutter mitnehmen, weil... Oh! Oh nein, jetzt sagen wir nicht, dass der da unten gelandet ist und nicht tot ist. Das heißt ja, der muss... Oh. Jetzt müssen wir warten, bis Batman den ganzen Weg wieder hier hochgejoggt ist. Oh Mann, nicht dein Ernst. Und wir brauchen tatsächlich doch keine 100 Stats, fällt mir gerade auf. Wir brauchen nur, was weiß ich, 98.000 oder so. Ist ja mega seltsam. Ja gut, dann ziehe ich schon mal diesen Hebel. Ach, wir müssen echt warten, bis der wieder... Ach, der kann hier nicht alleine hoch. Er kann nicht alleine hoch, weil er nicht gleitet. Bleibst du da oben? Nein, du... Ich weiß nicht, warum er runtergesprungen ist. Ich kann es euch nicht sagen, Leute, aber ich hasse ihn dafür. Bleib doch oben, du Hundgesicht! Alter, ach so, warte, ich bin dumm. Nein! Ah! Nein!
So, jetzt, Alter, die Steuerung. Boah. Ja, ich habe vergessen, dass Robin ja auch einfach den Endhaken hat. Ich dachte, er muss jetzt den ganzen Weg nochmal laufen, aber passt schon. Gut, vergessen wir diesen Start da einfach. Scheiß drauf. Wir machen einfach uns hier weg. So, Abflug. Oh, ist das eine... Okay, ich dachte eine Druckplatte, aber nein. Ja, das sieht nicht gut aus. Stand radioaktiv drauf. Kritisch. Alter Vater. Okay. Hi. Also nochmal Hardy als Bossfight. Und der Joker, beide zusammen, natürlich. Das Traumpärchen. Alrighty then. Aufs Maul gibt's. Könnt ihr haben. Okay, ich sehe beide nicht und ich sehe auch für beide keine Lebensanzeige eingeblendet. Das ist interessant. Gut, was kriegen wir hier? Den Anzug haben wir schon. Gut, Alter, das Battlefield ist ja riesengroß, wenn es überhaupt ein Battlefield ist. Bin mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Was baue ich da jetzt gerade? Ist das ein Amboss? Oh, lol. Das ist echt ein Amboss. Einfach nur als Gewicht. Stark. Okay, so, dann hoch da. Kann ich nicht nach da hinten? Doch. Okay. Oh, wow. Habe ich ernsthaft diese Steine verfehlt? Ach, komm, gib mir den einen da gerade noch mit. So, okay. Wir haben zwar Superheld schon, aber man kann nie genug Stats haben. Weil davon können wir ja Charaktere und so einen Scheiß kaufen. Also warum nicht? So, damit kann wahrscheinlich Robin jetzt gleich hier hochkommen. Das ist gut. Und dann, das ist ein Schalter, ne? Ah! Hallihallo, die Dame. Oh, oh. Finger weg von dem Hebel. Jetzt sitzt sie im längeren Hebel, würde ich mal sagen. Das ist natürlich Mist. Okay, jetzt die Frage, können wir sie einfach mit dem Batarang da runterschießen? Oder müssen wir uns da was ausdenken für was Ausgeklügelteres? Okay, der Joker hängt auch noch da oben drin, ne? Okay. Ich glaube, wir können mal einfach probieren. Ja! Hä? Nein? Was fliegt der für einen komischen Weg, Alter? Okay, nein, scheinbar nicht. Gut, dann holen wir den Joker vielleicht runter. Vielleicht, wenn sie zusammen sind oder so. Ich weiß nicht genau. Ich würde aber ganz gerne mal da runter. Kann ich da mal runter? Ja, aber nicht so. Warte mal. So. Das ist doch geil hier. Guck mal, da haben wir ein paar Stats hier. Das hat sich doch gelohnt. Aber ordentlich gelohnt hat sich das. Okay, so, jetzt aber. Also da ist Robins Anzug, den wir zwar schon haben, aber dann nehme ich mal an, dass das extra, genau, dass das extra eine Mission für Robin ist. Also, latschen wir mit dem da hoch. Selbes Spielchen, damit kann Batman nachkommen. Allerdings sehe ich diesmal noch nicht, warum er es sollte. Ah, nein! Hab's rausgefunden. Bleib da oben. Nein, andere Richtung. Och, du sollst da oben bleiben. Mann, du bist doch dumm. Also, dass die Charaktere nicht da stehen bleiben, wenn man sie abstellt, das kann mich... Also, das, ne, das geht mir schon wirklich auf den Sack. So, muss man mal so festhalten. Jetzt geh da hoch. Oh, Drecksau. Ach so, warte mal. Batman muss eh nachkommen. Da ist der Schalter. Genau. Okay, passt. Bam. Hallo, der Herr. So, und jetzt macht der Party da oben. Jokers Helikopter. Was? Oh, oh nein, aber nicht so ein Luftkampf wieder, oder? Oh nein. Ah, nee. Oh! Okay, 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 okay. Wir kämpfen also wirklich nur gegen den Helikopter, ja? Da ist nicht irgendwie Batman drin. Batman, genau. Da ist nicht irgendwie der Joker drin. Okay, 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 okay. Oh, ja, 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 ja. Chill mal dein Leben, Alter. Ganz ruhig. Lass mich hier erstmal ein bisschen Verteidigungsmaßnahmen aufbauen, ja? Das wäre voll nett von dir. So. Oh mein Gott! Ah! Gut, dass der Typ offensichtlich diesen Scheiß nicht zerstören kann. Ansonsten wäre es echt ein bisschen uncool. So. Basteln wir den Kram auch mal gerade zusammen. Das wird kritisch, das wird kritisch! Oh! Trotzdem können wir da einfach so stylisch wegspringen. Das ist ziemlich nice. So. Jetzt würde ich vorschlagen, nächstes Mal, wenn er kommt, geben wir ihm direkt mit! Jawohl! Einmal! So. Kommt er nochmal wieder? Ja. Zweimal. Er trifft mich halt auch jedes Mal. Das ist irgendwie... Keine Ahnung. Vielleicht nehmen wir mal den anderen gerade. Der hat noch mehr Leben jetzt. Komm schon. Jawohl. Drittes Mal. Okay. Er hat mich auch wieder einmal getroffen, aber ist mir eigentlich egal. Ich mache einfach Dauerfeuer. Komm, da. Wird ihn schon treffen. Jawohl. Sehr geil.
Und noch ein letztes Mal. Wir haben noch ein Leben mehr, zwei Leben mehr als er. Das passt. Gar kein Problem. Sonst der Helikopter weggefenstert. Weggefenstert? Weg vom Fenster. Helikopter weggefenstert. Sehr gut. So, aufs Maul, aufs Maul. Oh mein Gott, wie viele Leben hat der denn? Ach du Scheiße. Ist das einfach nur so ein Battle? Oder? Nee, nee. Okay, das ist irgendwie mehr dabei. Ich kann ihn... Ah, ich kann ihn wahrscheinlich nur schlagen, wenn er gerade schießt oder so. Ja, ja. Wenn er gerade am Schießen ist, dann kann ich ihn schlagen. Aber leider trifft er mich auch die ganze Zeit. Das ist nicht gut. Oh, lol. Gut, töte du ruhig Robin. In der Zeit kann ich dir mit Batman eins auf Maul geben. Auf Maul. Ist schon okay. So. Jawohl. Ah ja, doch, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Kampf. Schön, dass Harley auch bewusstlos ist. Das ist sehr angenehm. Okay, oh mein Gott, die sind beide gleich tot. Gibt es hier irgendwo Leben vielleicht? So, wenn ich das hier zerstöre oder so vielleicht? Nein? Echt nicht? Hm. So uncool jetzt. Ah, da. Okay, perfekt. Sehr gut. So, Kollege. Ach komm, dein Ernst? Da. Ins Maul. Ach, Batman auch. Hä, wie sagt Batman wieder drei Leben plötzlich? Ach, heilen die sich automatisch, wenn ich sie gerade nicht spiele? Das wäre interessant. Oh, okay, noch einmal, noch einmal. Jetzt. Bam. Jawoll. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich Harley, oder? Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Oh. Alter. Was geht denn jetzt? Ja, moin. Und das ist jetzt nicht so gut. Oh. Warum laggt das jetzt schon wieder? Ah! Okay. Wo kommt Gordon plötzlich her? Geil. Sau geil. Ey, eine super Szene. Oh, schön. Einfach schön. Okay, damit haben wir die erste Story-Mission jetzt, glaube ich, durch. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Könnte sein. Also, wir haben auf jeden Fall einen Superheld. Das ist schon mal gut. Glaube ich. Ich weiß einfach gar nichts in diesem Spiel. So, das überspringen wir mal ein bisschen. Das nervt jetzt auch nur. Wie viel Stats haben wir denn gesammelt? Ja, okay, Minikit haben wir nicht. Das ist auch egal. Ah, die Stats habe ich, glaube ich, aus Versehen übersprungen. Scheiße. Na, egal. Story abschließen. Ja, okay. Klar, mach. Ist das jetzt so eine Endsequenz oder muss ich das noch spielen? Mal schauen. Ah, ist eine Endsequenz. Okay, das heißt, der Joker wird wieder in Arkham eingeknastet. Ja, ist doch sauber. Ach, der Mad Hatter, den haben wir ja auch. Genau, Scarecrow war auch. Aha. Geil. Okay, Harley, ja. Und der Joker. Sauber. Oh, der Joker ist der Einzige, der so eine... Der Einzige, der so eine komplett leere Zelle hat. Alle anderen haben irgendwas drin und der hat nur eine leere Zelle. Stark. Okay. Nice. Saugeil. Wie einfach nur zum Posen da hochfliegt, weißt du? Das hat so gar keinen anderen Sinn. Einfach nur zum Posen. Oh Mann. Okay, das sind die Credits. Aber actually glaube ich, dass wir noch nicht fertig sind, ne, Leute? Also, ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verhalten, mein Fazit anzufangen, weil ich glaube, wir haben noch einiges, was gemacht werden kann. Also auch, was Story-Missionen angeht. Ich denke nicht, dass wir durch sind. Das wäre auch ein bisschen seltsam, wenn wir in Part 5 schon fertig wären mit dem Spiel. Ich denke mal, wir haben wahrscheinlich... Also ich mache jetzt erstmal kein Fazit. Wow, selbst in den Credits laggt das Spiel. Alter Schwede. Also das gibt auf jeden Fall... Das kann ich ja wenigstens gerade sagen. Alter, was ein geiler Name. Prezimislav Prezibitslix. Okay. Sorry an der Stelle, aber das musste ich ganz kurz probieren auszusprechen. Der sah super aus, der Name. Das kann ich ja ganz kurz anbringen. Diese ganzen Lags, Alter, die komplett random auftreten, die gehen mir so auf den Sack. Vor allem, weil dadurch das ganze Spiel laggt, sodass das Audio irgendwie mitlaggt oder sowas. Sondern nein, es ist immer nur das Video-Gameplay, was laggt. Das Audio läuft ganz normal weiter. Das heißt, in Zwischensequenzen oder sowas wird es in dem Moment immer asynchron. Und das ist sau ätzend. Okay? Darf ich das mal so sagen? Es ist sau ätzend. Und ein Spiel von 2008 hat bestimmt kein Problem, hardwaremäßig auf meinem Rechner von 2000, wann habe ich den gebaut, 18 oder so zu laufen. Also, kann mir keiner erzählen, ja? Also, das ist wirklich, gut, können natürlich irgendwelche
Inkompatibilitäten oder sowas sein, aber ehrlich gesagt schließe ich das jetzt mal aus. Das ist einfach, keine Ahnung, kacke programmiert oder so, ich weiß nicht genau. Also das geht mir auf jeden Fall hart auf den Sack und das müsste echt nicht sein. So, haben wir mal hier das Negativfazit rausgehauen. Wie gesagt, so ein ganzes Fazit kommt dann irgendwann anders. Das mache ich jetzt, mal nicht. Aber, ja, würde mal sagen. Dann verabschiede ich mich auf jeden Fall schon mal für diese Folge. Der Part ist eigentlich rum, passt von der Länge. Dann machen wir im nächsten Part weiter mit dem, was uns noch bleibt. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst einen Daumen hoch, damit es euch gefallen hat. Und lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und vergesst nicht, beim nächsten Part wieder einzuschalten. Bis zum nächsten Mal. Achso, ich lasse die Credits übrigens auch durchlaufen, ne? Dann, ich verabschiede mich nur jetzt schon mal. Die Credits könnt ihr noch fertig gucken. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Wow, das ist wenig. Okay, das ist wirklich wenig. 14%.